Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Smolcik, sehr geehrte Damen und Herren. 2015 war ein Jahr der extremen Gegensätze für den Datenschutz wie für die Informationsfreiheit. Nach den Terroranschlägen im Januar in Paris entbrannte auch in Deutschland eine Diskussion darüber, ob die bestehenden Gesetze zur Bekämpfung des Terrorismus ausreichen. Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder sah sich genötigt, wie schon nach dem 11. September 2001, erneut darauf hinzuweisen, dass es in unserem Land zu keiner Verschiebung zugunsten staatlicher Überwachung und zulasten freier und unbeobachteter Aktionen, Bewegung und Kommunikation der Bürgerinnen und Bürger kommen darf. Die Datenschutzbeauftragten haben unterstrichen, dass die Terroristen eines ihrer Ziele erreicht hätten, wenn jeder Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung zugelassen würde. Sie haben möglicherweise, liebe Kolleginnen und Kollegen, festgestellt, dass es ein Zitat war, und zwar das Zitat des ersten Absatzes aus dem Datenschutzbericht 2015, der hier heute zur Beratung vorliegt. Und wahrscheinlich, liebe Frau Smolcik, lässt sich genau dieser Absatz und dieses Zitat auch in den neuen Datenschutzbericht 2016, den Sie erstellen werden, so wiederholen. Daher möchte ich meinen Dank an die Berliner Datenschutzbeauftragte und die Datenschutzbehörde aussprechen. Der regierende Bürgermeister hat vorhin in seiner Regierungserklärung gesagt, manche meinen, die Welt gerät aus den Fugen. Frau Smolcik, Sie sind in diesen Zeiten eine wichtige Mahnerin für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Sie sind Mahnerin vor flächendeckender staatlicher Überwachung. Sie sind die Verteidigerin von Bürgerrechten und dem Glauben an eine freie Welt. In Zeiten, in denen in 140 Zeichen einfache Antworten gegeben werden und Politik gemacht wird, Sie beschäftigen sich mit den Themen intensiver, prüfen rechtlich und legen dem Hohen Haus hier diesen Bericht mit 192 Seiten vor, der der Politik auch einen Spiegel vorhält. Dafür möchte ich Ihnen meine Hochachtung aussprechen. Sie äußern sich in dem Bericht zu bundesweit beachteten Datenschutzfragen, wie zum Beispiel der Vorratsdatenspeicherung oder dem Anti-Doping-Gesetz. Daneben gibt es in dem Bericht viele Beispiele, die auch jeden Berliner betreffen können. Die unzureichende Anonymisierung bei Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen, die Beantragung von Anwohnerparkausweisen und der Umgang mit Personendaten, die E-Mail-Praxis des Landeskriminalamts, die mit unverschlüsselter E-Mail kommuniziert, oder der Einsatz von Drohnen. Und auch die Datenschutzpraxis von Parteien findet sich in dem Bericht wieder. So nutzte ein CDU-Kreisverband für eine Veranstaltungswerbung mit dem Justizsenator oder mit dem ehemaligen Justizsenator Rechtsanwaltsdaten, die für diesen Zweck nicht ordnungsgemäß gespeichert wurden. AfD-Mitglieder beschwerten sich bei Ihnen über die Nutzung von E-Mail-Adressen bei einem innerparteilichen Streit. Ein Bezirksverordneter der Grünen beschwerte sich bei der Datenschutzbehörde über die Veröffentlichung von Parteibeiträgen von Mandatsträgern. Die Datenschutzbehörde hielt diese Veröffentlichung für rechtswidrig. Die Datenschutzbeauftragte kritisiert aber nicht nur, sondern sie unterstützt den Senat auch. So entwarf die Datenschutzbehörde Handlungsanleitungen zum Einsatz von Videokameras in Kitas, die derzeit in der Abstimmung mit der Jugendverwaltung sind. Dieser Bericht für den Datenschutz Informationsfreiheit 2015 ist im Übrigen ein besonderer Bericht. Nicht nur vom Inhalt her, sehr geehrte Damen und Herren, sondern dieser Bericht wurde von zwei Datenschutzbeauftragten erstellt, von dem Vorgänger von Frau Smolcik und Herrn Dr. Dix und Ihnen zusammen. Und dieser Bericht ist insofern besonders, als dass ein rot-schwarzer Senat dazu Stellung genommen hat und die politische Bewertung von der rot-roten Koalition vorgenommen wird und einer bunten Opposition. Die Koalitionsfraktionen haben sich im Koalitionsvertrag verständigt, die Arbeit der Datenschutzbehörde zu stärken und damit auch Anerkennung und Wertschätzung für die Wichtigkeit ihrer Aufgabe und auch der kommenden Aufgaben auszudrücken. Ich freue mich auf die Beratungen dieses Berichts im zuständigen Ausschuss. Herzlichen Dank.